das 7. internationale Bürgermeisterskirennen am Hocheck in Oberaudorf. Bei anspruchsvollen Bedingungen auf der Strecke am Idealhanglift zeigten die Rennläufer ihr fahrerisches Können. Nein, ich bin jetzt mit der Veranstaltung total zufrieden, weil die Wetterprognose war sehr, sehr schlecht. Also es war ja Sturm und Regen angesagt und ich habe halt in die Wetterprognose eingeschaut und für Oberaudorf hat es gut ausgeschaut und so ist es ja jetzt ausgegangen. Also es hat zwar dann später noch zum Regen angefangen, aber es war eine gute Entscheidung und das zeigt auch, dass das Hocheck also gut gerüstet ist. Das ist natürlich auch die, die technische Beschneiung unterstützt das Ganze natürlich auch. Und wir haben den Wettkampf gut über die Bühne gebracht und die Leute waren alle zufrieden. Und das ist mir persönlich als Ausrichter, als Gemeinde Oberaudorf und mit der Hocheck-Liftgesellschaft sehr wichtig. Also, dass das auch natürlich auch, dass wir zeigen können, wie gut dass das bei uns funktioniert. Knapp 50 begeisterte Kommunalpolitiker und Gäste kämpften dabei um die Bestzeit. Die Nase vorne hatte am Ende ein Bayer. Nein, es war heuer ein bisschen so spannend. Also das ist, natürlich sind da die Österreicher sind immer die starken Favoriten. Aber wir haben heuer kontern können auf bayerischer Seite mit dem Rast Franz, mit dem Bürgermeister aus Berchtesgaden, also der als bester Bürgermeister hervorgegangen ist und einen Wanderpokal mitgenommen hat. Das wird spannend auch für die nächsten Jahre. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir, weil ja einige Gemeinden auch mit einer großen Mannschaft, mit Gemeinderäten mit dabei waren, dass wir nächstes Jahr auch eine Gemeindewertung machen werden. Dann bleibt nur noch zu hoffen, dass das Wetter im kommenden Jahr mitspielt. Gegen ein bisschen mehr Schnee und weniger Regen dürften wohl die meisten nichts einzuwenden haben.